Die 1932 begründeten Internationalen Filmfestspiele Venedig sind Teil der Biennale für zeitgenössische Kunst und finden jedes Jahr von Ende August bis Anfang September auf dem Lido in Venedig statt. 1933 und 1943 bis 1945 gab es keine Filmfestspiele. Die Filmfestspiele sind das älteste Filmfestival der Welt und gehören bis heute, gemeinsam mit dem Filmfestival Cannes und der Berlinale, zu den bedeutendsten internationalen Filmfestspielen. Die letzte Auflage fand vom 2. bis 12. September 2015 statt. 2016 sollen die 73. Filmfestspiele vom 31. August bis 10. September abgehalten werden. Als Jurypräsident wurde der britische Filmregisseur Sam Mendes ausgewählt. Geschichte und Wettbewerb. Hauptaufführungsort ist der historische Palazzo del Cinema. Das Filmfestival umfasst die vier Kategorien Wettbewerb außer Konkurrenz, Horizonte und Venice Classics. Als Hauptpreise für die besten Filme wurde in den Jahren 1934 bis 1942 die nach dem seinerzeitigen italienischen Diktator benannte Coppa Mussolini vergeben. Ausgezeichnet wurde damit jeweils der beste italienische sowie der beste ausländische Film. Seit dem Jahr 1947 wird nur noch ein Film mit dem Hauptpreis geehrt. Nachdem in den Jahren 1947 und 1948 der große internationale Preis von Venedig und 1949 der Löwe von San Marco vergeben worden waren, ist dies seitdem der goldene Löwe ihn erhält jeweils der Regisseur des betreffenden Films. Weitere Regieauszeichnungen sind der Silberne Löwe, der in verschiedenen Kategorien vergeben wird, während die besten Darsteller in einem Wettbewerbsfilm mit der Coppa Volpi ausgezeichnet werden. Weitere Preise werden in filmtechnischen Kategorien vergeben. Seit 2012 ist Alberto Barbera als Nachfolger von Marco Müller Direktor der Filmfestspiele. Auszeichnungen die wichtigsten Auszeichnungen im Überblick weitere auf dem Filmfestival vergebene Preise EUC Human Rights Film Award, Gucci Group Award, Queer Lion als Auszeichnung für Filme mit LGBT und Queer Themen.